Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns bei Brewels Pudelrudel zu dem nächsten großartigen Ereignis. Denn wer den letzten Film gesehen hat, der weiß, Mama Amy hat 6 zauberhafte Fellnasen zur Welt gebracht und bei Tante Philly, da warten wir auf die Niederkunft. Da habt ihr nochmal Mama Amy und ihre 6 zauberhaften kleinen Fellnasen. Natürlich sind wir fleißig am Wiegen, dass wir auch sehen, dass sie ein Gewicht zunehmen und auch Mama Amy genug Milch hat. 185. Und hier ist die Kamerafahrt zum ersten Pudelrudelgewusel in diesem Jahr. Warten wir auf das große Pudelrudelgewusel, nämlich auf Mama Tante Philly. Aber erstmal guckt uns da die kleine Nani frech in die Kamera. Und es kam der 5. Mai. Es ist 12 Uhr mittags im Welpenzimmer. Da seht ihr, Mama Tante Philly hat gar keine Lust mehr, sich großartig zu bewegen und ist auch von der kleinen Nani etwas genervt. Mittags um 13 Uhr, da wurde das Mittagessen verweigert. Und wer unsere anderen Filme kennt und gesehen hat, der weiß, was das bedeutet. Irgendwann in den nächsten 12 Stunden kommen die kleinen Fellnasen zur Welt. Da ist dann die Niederkunft von Mama Tante Philly. Amy bewacht ihre Wurfbox, ihre kleinen Fellnasen. Und es kam der Nachmittag. Tante Philly hat sich zur Niederkunft und zur Geburt ihrer 3 Fellnasen unser Gästebett im Welpenzimmer ausgesucht. Hätten wir so nicht gedacht. Wer das Röntgenbild gesehen hat, der weiß, Tante Philly bekommt 3 kleine Fellnasen. Und da ist es 16.10 Uhr, da ist die erste Fellnase geboren. Ein schwarzer Rüde. Eine zauberhafte kleine Fellnase. Die Geburt ist ganz hervorragend verlaufen. Jetzt Mama Tante Philly ist immer noch bei uns auf dem Gästebett im Welpenzimmer, schlabbert ihren Erstgeborenen sauber und trocken. Da seht ihr, sie ist immer noch mit ihrem ersten Buben auf dem Gästebett bei uns im Welpenzimmer. Und die kleine Fellnase hat den Weg bei Mama Philly an die Milchbar geschafft und trinkt erstmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Für die weitere Geburt sind wir dann ganz vorsichtig umgezogen. Ihr seht, da ist die Welpenplanschbox. Und Tante Philly mit ihrem Erstgeborenen haben wir vorsichtig dort hineintransportiert. Es ist 16.55 Uhr und wer genau hinschaut, da ist Nummer 2 auf die Welt gekommen, ein weißer Rüde. Wird hier gerade sauber geschleckt von Mama Tante Philly. Auch hier hat die Geburt ganz hervorragend geklappt. Da ist er, der kleine Bub. Mama Amy guckt sich das auch alles an und findet es ganz schön spannend. Da fehlt eigentlich ja nur noch Nummer 3. Und die beiden sind schon fleißig am Trinken. Und Tante Philly kann das Saubermachen gar nicht sein lassen. Aber das ist auch gut so. Ja, so sieht das dann zur zweiten Geburt aus. Im Brewelschen Pudelrudel, ähnlich wie bei Mama Amy, vor knapp einer Woche. Da ist Steffi und Papa Arti, der stolze Papa. Ja, Arti, du machst das gut. Und 3 Stunden später, um 20 Uhr, kam Nummer 3 auf die Welt, auch ein schwarzer Rüde. Da könnt ihr ihn mal sehen, gerade frisch geboren. Da hat sich Mama Tante Philly viel, viel Zeit gelassen. Aber jetzt sind alle 3 kleinen Fellnasen geboren. Das hat Tante Philly richtig, richtig gut gemacht.
Da habt ihr nochmal zwei von den Wonneproppen. Genau, Nummer 3. Liegt bei Mama an der Milchbar. Hier habt ihr nochmal die neue kleine Familie. Mama, Tante Fili und ihre drei Rüden. Nani hat die Geburt auch ganz gespannt mitverfolgt. Genauso wie Mama Amy. Ja, Mama Amy, jetzt ist das große Pudelrudel-Gewusel wieder komplett. 9 kleine Fellnasen haben bei uns in den letzten 8 Tagen das Licht der Welt erblickt. Alles zauberhafte kleine Welpen, kerngesund und auch die Mamas haben alles gut überstanden. Und auch Papa Arti, der hat das richtig gut gemacht. Bist ein toller Kerl. Da sind wir stolz drauf, Arti. Genau, 3 kleine Fellnasen. 2 schwarze Rüden und ein weißer Rüde. Mama Tante Fili hat sich da zwar viel, viel Zeit gelassen, vor allen Dingen zwischen dem zweiten und dritten, aber das macht nichts. Hauptsache alles gesund und gut überstanden. Und nachdem sich alle entspannt haben, da ist dann nur noch der Umzug in das erste Welpenzimmer. Hier hat er stattgefunden. Da ist die erste Kamerafahrt in das zweite Pudelrudelgewusel. Jetzt ist die große neue kleine Familie komplett. Mama Amy und Tante Fili haben ihre Welpen bekommen. Alle sind kerngesund, alles zauberhafte Fellnasen, insgesamt 9 kleine Racker. Ja, allesamt Bilder, an denen man sich eigentlich gar nicht satt sehen kann. Mama Tante Fili hat das toll gemacht, es war eine spannende Geburt. Begrüßen wir 3 neue kleine Fellnasen im Briewelschen Pudelrudel. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts, das kostet ja auch nichts. Wir sagen schönen Dank fürs Zuschauen, dass ihr uns auch bei diesem tollen Ereignis wieder begleitet habt. Freut euch schon auf die nächsten Filme, da verraten wir euch dann die Namen der neuen kleinen Fellnasen. Aber jetzt lassen wir die neue, frisch gebackene Pudelfamilie erst einmal schlafen. Bis nächstes Mal, euer Briewels Pudelrudel. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.